Der Stadtpark in Hamburg, hier scheint Corona schon vorbei. 4000 Feierwütige versammeln sich in der Nacht zu Samstag zur Megaparty. Die Stimmung ähnlich aufgeheizt wie die sommerlichen Temperaturen. Aber mit steigendem Alkoholpegel steigt auch die Aggression. Es kommt zu Körperverletzungen und Diebstählen. Die Polizei rückt mit einer Hundertschaft an. Die Person hier auf der Wiese aufgrund diverser Straftaten wird die Polizei ihren verstärkten Präsenz auf der Wiese zeigen. Ich fordere Sie ganz eindeutig auf, die Maßnahmen und die Arbeit der Polizei nicht zu behindern, keine Gegenstände auf die Einsatzkräfte zu werfen. Trotz Warnungen kommt es zu Flaschenwürfen auf die Polizei. Immer mehr Menschen werden verletzt, Rettungswagen rücken an. Gegen Mitternacht eskaliert die Situation, die Polizei zieht die Notbremse. Räumung. Entfernen Sie sich aus dem Bereich des Stadtparks und nehmen Sie ganz eindeutig Abstand zu möglichen Störern und Straftätern. Gegen 1 Uhr beruhigt sich die Lage. Die meisten der überwiegend jungen Menschen haben den Stadtpark verlassen. Festnahmen hat es laut Polizei keine gegeben. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.